Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir und einen super schönen Feiertag, Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober 2024. Und weißt du überhaupt, wann, was, wo passiert ist an diesem Tag? Ich finde es krass, weil ich habe einfach mal ein paar Jugendliche vorhin gefragt. Es hat sich einfach so ergeben und viele wissen nicht, was an diesem Tag passiert ist, beziehungsweise eigentlich so nach dem Zweiten Weltkrieg, wie Deutschland dann aufgeteilt worden ist und vieles mehr. Also das ist schon wirklich krass. Woran liegt das? Ist das deutsche Schulsystem wirklich nicht so gut oder haben die Jugendlichen einfach keinen Bock mehr zu lernen? Und das ist schon wirklich ganz krass. Also naja, auf jeden Fall wünsche ich dir einen schönen Tag. Weiterhin bleib gesund und munter. Vorab auch vielen Dank für die ganze Aktivität der letzten Tage und Wochen, auch wenn du jetzt neu dazugestoßen bist. Ja, tatsächlich, wir sind seit über einer Woche jetzt wieder in Hamburg City, in unserer alten Heimatstadt, nachdem wir über 3,5 Jahre raus waren aus Deutschland. Und es hat sich doch schon einiges geändert, auch gerade in unserer Region, wo wir gelebt haben früher, aber teilweise auch zum Negativen. Ja, also viele Häuser sind wirklich runtergekommen. Das sieht teilweise so aus, als ob da wirklich seit 2, 3 Jahren nichts mehr am Garten gemacht worden ist, nichts mehr am Haus. Und ich habe da mal so rumgefragt und tatsächlich sagen viele Menschen, ja, das Geld ist sehr knapp und dementsprechend investieren die da nicht mehr in die Gärtnerei oder auch an den Fassaden. Das Dach wird nicht mehr abgespritzt und mehr. Also das ist dann schon schade eigentlich, wenn man so ein Eigentum hat. Das ist ja wie mit quasi den Fahrzeugen hier jetzt auf dem Parkplatz. Es gibt viele teure Autos hier. Ist ja schön und gut, wenn du die Erstanschaffung dir leisten kannst, aber im Endeffekt den Unterhalt nicht. Ja? Und dann an der Reparatur, an den Bremsen, an den ganzen Verschleißteilen sparst und das Auto so herunterwirtschaftest sozusagen. Und das ist mir aufgefallen in Hamburg, dass viele Häuser, gerade in unserer Region, wo wir gelebt haben, echt runtergekommen sind. Und das ist wirklich teilweise echt schlimm. Also teilweise wirklich wie in gewissen Regionen in Alanya, wo ich so ein bisschen geguckt habe und gedacht habe, Alter, wie kann man denn nur so leben? Aber genau so habe ich das jetzt auch in Deutschland, gerade in dieser Region, Hamburg-West, erkannt. Wie kann man nur so leben? Also gerade wenn du Eigentümer bist, Besitzer eines Grundstückes, eines Hauses oder auch einer Wohnung, da musst du doch Gas geben, das musst du doch in Schuss halten. Da gibst du mir doch bestimmt recht. Also ich finde das wirklich ganz, ganz krass und dementsprechend muss man da echt mal schauen, jeder Einzelne natürlich für sich, wie man das dann auch macht. Denn wenn du das verkaufen willst, und das ist echt ein Thema für sich, wenn du aktuell verkaufen willst, dann muss die Bude in Schuss gehalten werden. Und ich weiß, dass viele Menschen aktuell am Auswandern sind und ich werde auch, obwohl ich jetzt seit einer Woche kein Auswanderer mehr so bin, offiziell vielleicht für viele, glaub mir, ich bin immer noch Auswanderer. Man könnte auch sagen, ich mache jetzt hier nur mal einen kurzen Zwischenstopp oder nur mal Urlaub von der Sonne sozusagen. Ist es aber so, dass viele Menschen einfach auswandern möchten und dementsprechend natürlich auch immer wieder Fragen haben. Und auch vorhin erst habe ich da eine Frage gehabt, ob man da einen Zoom-Call machen kann etc. Ja, ist alles möglich irgendwie, weil die Anfrage ist da. Menschen wollen auswandern und deswegen, wenn du was zu verkaufen hast, egal ob das dein Auto ist, ob das deine Eigentumswohnung ist, ein Haus, was dir gehört, ob Doppelhaushälfte, ob alleinstehendes Haus, Einfamilienhaus, Reihenhaus, ganz egal. Ganz ehrlich, der erste Blick entscheidet. Und wenn ich mir viele Häuser anschaue und dann den Preis höre, niemals. Da würde ich direkt vom Preis 100 oder 150.000 Euro mindestens runtergehen. Weil das ist wirklich teilweise frech, weil ich muss ja locker nochmal so eine Summe investieren, um alles auf Vordermann wiederzubringen. Und deswegen als Tipp, wenn du auswandern möchtest, dann vielleicht investierst du ja doch nochmal in deine Eigentumswohnung, in deinen Garten, in dein Haus, in die Fassade oder sonst was, machst das schick, damit du einfach einen besseren Verkaufspreis auch bekommst. Ja? Oder dein Auto. Es ist doch klar, wenn du das verkaufen willst, dann mach die Inspektion, mach vielleicht nochmal die Lampen alles auf Null, also richtig alles auf schick machen und check das einfach ab, damit das einfach einen besseren Preis für dich ergibt, damit du im Endeffekt mehr davon hast. Und das Thema Auswandern, ja, interessiert sehr viele Menschen, auch jetzt gerade. Wir waren Sternschanze. Ich habe das gefilmt, ihr habt das gesehen, gerade am Anfang des Videos. Viele Menschen sind am Start,
geben auch sehr viel Geld aus, teilweise für Kaffee, Kuchen und Bier, Alkohol und mehr. Und dann wundern sich die Leute aber auch immer, ja, ich habe kein Geld für das oder jenes oder ich kann mir auch keine Nahrungsergänzungsmittel leisten, ich kann mir kein gutes Wasser leisten. Weil, warum? Weil sie jeden Tag 10 bis 20 Euro für sowas ausgeben. Wenn ich jetzt Urlauber hier bin und ich gehe mal jetzt in so eine Bäckerei oder auch jetzt sitzen wir hier Hamburg-Altona bei einem Türken für vier Brüder heißt das Ganze. Four Brothers, richtig cool, neu gemacht haben sie das anscheinend hier. Dann ist das halt mal eine Ausnahme. Aber es gibt ja wirklich Menschen, die gehen tagtäglich hier raus und essen. Und dann wundern die sich, dass sie keine Kohle haben. Also das ist, Leute, wirklich keine finanzielle Intelligenz. Und dementsprechend, wenn du wirklich ein Ziel hast, auszuwandern oder du willst was erreichen, du willst dir bis zum Ende des Jahres vielleicht ein paar tausend Euro mehr zur Seite sparen, ja, dann musst du auch natürlich dein Gehirn einschalten und immer dich fragen, ist es jetzt wirklich nötig, den dritten Kaffee heute to go draußen irgendwo kaufen? Nein, muss man nicht. Und da gibst du mir auch bestimmt recht, dass das teilweise unsinnige Umkosten sind. Ja, die kann man sich einfach mal hart sparen. Und deswegen, wenn du da auch Fragen hast, schreib es in die Kommentare, lass es mich gerne wissen. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant, im Austausch auch mit euch zu sein. Und gerade auch für diejenigen, die mir noch nicht so lange folgen, check auf jeden Fall gerne die letzten Tage ab, die letzten Videos der letzten Tage und Wochen, damit du auch so ein bisschen Gefühl bekommst von dem Leben, auswandern, nicht nur in die Türkei, sondern allgemein. Weil letztendlich ist es immer grob derselbe Ablauf. Du musst dich informieren, welche Papiere benötige ich für das jeweilige Auswanderungsland, welche Grundvoraussetzungen sind es, die ich benötige, dann vor allen Dingen, auf welche Kosten komme ich geschätzt und vor allen Dingen, habe ich auch monatliches Einkommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt natürlich Länder, da brauchst du mehr Einkommen. Es gibt aber auch Länder, da brauchst du weniger Einkommen. Und die Türkei als Billigland ist einfach vorbei. Früher, ich habe gesagt, mit 1000 Euro im Monat lebst du als Familie sehr gut. Ist heute undenkbar. Ist keine Chance. Gerade wenn du Kinder hast, du willst sie in die Privatschule schicken eventuell, dann kannst du pro Kind mit mindestens 600 bis 1000 Euro rechnen. Pro Kind, pro Schuljahr. Und dementsprechend die Summen summieren sich extrem schnell. Dann willst du noch essen gehen, dann willst du dir vielleicht noch ein Auto besorgen oder sonst was. Dann hast du halt wirklich hohe Anfangsinvestitionen und aber auch eventuell hohe laufende Kosten. Deswegen, je mehr, desto besser, natürlich ganz klar. Und deswegen muss man einfach mal schauen, jeder individuell. Aber wenn es auch da Fragen gibt, einfach Videobeschreibung abchecken, Link in der Videobeschreibung. Und du kannst auch dort Mitglied werden. Und für diejenigen, die natürlich ganz schnell und brisant natürlich meine Unterstützung brauchen, meinen Rat, können da gerne einfach das Ganze abchecken und dort einfach mal reinschauen und mit mir direkt Kontakt aufnehmen. Da freue ich mich auf jeden Fall, wenn ich weiterhelfen kann. Und wir gehen jetzt erstmal gleich rein und schauen mal, was es da nochmal gibt bei den Türken. Genau, das sind vier Brüder, vier Türken und die haben sich da was Schönes aufgebaut, also richtig cool. Und das sind immer die Türken irgendwie, die geschäftstüchtig auch sind in Deutschland. Finde ich ganz interessant, das liegt so ein bisschen in den Genen. Aber ich habe auch gerade den einen Türken gefragt und er meinte wirklich tatsächlich, was ihn so stört in Hamburg ist das Wetter, die Kälte. Es geht in die Knochen rein. Es ist wirklich schon eisig kalt. Und der eine Türke zum Beispiel, den wir an der Schanze getroffen haben, ein Bekannter, der hat sogar schon eine lange Thermounterwäsche an. Ja? Also das ist dann kein Wunder, dass diese Leute dann nicht unbedingt so draußen frieren, weil sie sich gut anziehen. Natürlich, ich habe auch den Spruch bekommen und ich kenne das, wirklich. Ich war über 12,5 Jahre bei der Bundeswehr und natürlich kenne ich den Spruch, es gibt nicht das falsche Wetter, es gibt nur die falsche Kleidung. Ja, aber wenn du 10 Monate im Jahr gutes Wetter hast, mehr oder weniger oben ohne rumlaufen kannst oder auch barfuß rumlaufen kannst, keine Heizung brauchst und dann kommst du hierher, ja, na klar, für ein paar Tage, für ein paar Wochen vielleicht, alles schön und gut, aber irgendwann ist das Ganze auch wieder... Ja, sollte passen. Ja. Deswegen, wir schauen mal. Ich bin gespannt. Lass einen Daumen nach oben da, wenn dir das Video gefallen hat, für den kurzen Smalltalk. Wenn du Unterstützung brauchst, schreib mich einfach an. Abonniere gerne kostenlos diesen Kanal. Und dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Video auch schon wieder reinschaust. Liebe Grüße aus Hamburg City, dein Markus. Du fühlst dich schlapp, müde, bist antriebslos, hast eventuell Probleme mit deiner Schilddrüse und nimmst dauerhaft Medikamente ein, eventuell sogar noch andere Krankheiten, Probleme, die vielleicht mit deiner Schilddrüse was zu tun haben, dann solltest du jetzt
hier draufklicken und das Schilddrüsengeheimnis enthüllen.